Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung wird aktuellen Marktentwicklungen angepasst. Das betrifft insbesondere, und das ist heute auch schon häufig betont worden, die digitale Wirtschaft. Hier müssen wir den gesetzlichen Rahmen laufend an den technischen Fortschritt anpassen. Immer wieder erleben wir, dass große IT-Unternehmen und Internetriesen im Verdacht stehen, Monopolverhalten einzugehen. Sie erinnern sich, Microsoft musste 2012 die Rekordstrafe von 860 Millionen Euro zahlen. Und die EU hat hier einen klaren Fall von Marktmissbrauch erkannt und richtig gehandelt. Die EU hat auch schon mehrfach Google überprüft und das Bundeskartellamt hat Facebook nach der Fusion mit WhatsApp auch im Visier. Meine Damen und Herren, wir brauchen dringend das sogenannte Kartellrecht 4.0, denn im Vergleich zur klassischen Wirtschaft ist die Marktmacht digitaler Unternehmen schwieriger zu bewerten. Ihr Wert liegt vor allem in Nutzerzahlen und Daten. Umsatz und Gewinn spielen eine untergeordnete Rolle. Und das zeigt auch das Beispiel Snapchat. Die Foto-App hat im letzten Jahr über 500 Millionen Dollar Verlust gemacht. Dennoch hat sie gerade den zweitgrößten Börsengang der Geschichte hingelegt. Dank 160 Millionen Nutzern wurde der Marktwert auf 25 Milliarden Dollar beziffert. Und wie Sie wissen, vor wenigen Tagen ist die Aktie abgestürzt und sogar jetzt liegt sie unter den Ausgabepreis. Das erinnert ein Stück an die New Economy Blase, die wir im Jahr 2001 hatten. Völlig überbewertete Gewinnerwartungen und unberechenbare Kursstürze. Meine Damen und Herren, wir führen nun neue Prüfkriterien ein zur Bewertung digitaler Marktmacht. So wird bei Fusionen künftig auch der Transaktionswert berücksichtigt. Das heißt, auch beim Kauf von Firmen mit geringem Umsatz oder Gewinn prüft das Kartellamt die Übernahme. Und zwar, und das hat der Kollege Hans-Jörg Dürr schon auf den Punkt gebracht, ab einer Summe von 400 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, damit sorgen wir für faire Wettbewerbsbedingungen in der digitalen Wirtschaft. Und jetzt möchte ich einen Sprung machen in ein anderes Wirtschaftssegment, in die Milchwirtschaft, weil diese Novelle auch Änderungen zum Anzapfverbot und zum Verkauf unter Einstandspreis beinhaltet. Wir gehen damit auf unfaire Handelspraktiken und Preisdumping ein, denn der Lebensmittelhandel nutzt seine Marktmacht aus, um den Milchbauern Rabatte und ungünstige Konditionen aufzuzwingen. Und lieber Herr Kollege Held, Sie freuen sich über die 16.000 Arbeitnehmer, die geschützt wurden. Das ist sicherlich richtig. Und meine Freude als Arbeitnehmer, ich war selber einer, weiß, dass das nicht zu gering zu schätzen ist. Ich betone aber auch, dass wir 10.000 Milchviehbetriebe haben, die wirtschaftlich am Ende sind und Insolvenz angemeldet haben und dass damit auch sehr wohl Tausende von Arbeitskräften ihren Job verloren haben. Ja, das muss man herausstellen, denn diese Medaille hat an der Stelle schlichtweg zwei Seiten und man kann nicht nur die eine Seite betonen. Auch wenn sich mittlerweile der Rohmilchpreis erholt hat, wir haben ja auch zahlreiche Maßnahmen, die wir dazu beitragen konnten, eingebracht, die Agrarpakete. Aber, meine Damen und Herren, die Landwirte brauchen auch langfristige Perspektiven. Nur so können sie mit Investitionen die Zukunft ihrer Betriebe sichern und neu ausrichten. Und ich sage, der Milchmarkt, der muss neu aufgestellt werden. Wir brauchen Instrumente zur Marktbeobachtung und ich sage sehr wohl auch zur Milchmengensteuerung. Nur so können die zunehmenden Schwankungen abgefedert werden. Das Bundeskartellamt hat die Lieferbedingungen der Rohmilch in Norddeutschland überprüft. Präsident Mundt hat in einer öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestags im Januar eine Auswertung angekündigt und er hat wörtlich formuliert, dieses Papier werden wir veröffentlichen und dann in einem sehr intensiven Dialog mit allen eintreten, die in der Branche beteiligt sind. Wir von Seiten der Politik müssen uns mit dem Kartellamt, mit den Marktdoktoren und den Verbänden an einem Tisch zusammensetzen. Ich möchte nicht erleben, dass wir nach der Markterholung wieder vor denselben Problemen stehen. Deshalb brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Und dabei sind folgende Fragen zu klären. Kann die hundertprozentige Andienungspflicht der Landwirte an die Molkereien wegfallen? Fragezeichen. Was wird aus den Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen? Wie können wir das Referenzpreissystem ändern? Und meine Damen und Herren,
Es bleibt also noch viel, was wir vor uns haben. Da ist noch viel zu tun. Aber wir sind mit diesem Gesetz einen Schritt für die Milchlandwirte auch weitergegangen. Wir haben das Anzapfverbot entsprechend verschärft. Und wir haben den Verkauf unter Einstandspreis entsprechend auch mit eingebaut, sodass wir hier einige positive Signale auch über das Kartellrecht nach außen verkünden können. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit ist die